Okay, ich habe einen Server, wir haben noch 24 Plätze frei. Okay. Geh da einfach mal rein. Do your best to survive the natural disasters. This game is played in rounds. Aha, in Runden wird das also gespielt. Ja. Wie funktioniert das? Das muss man jetzt machen. Das erzähl ich dir, wenn... Ach, du bist schon drin. Ich wollte gerade sagen, das erzähl ich dir, wenn du drin bist. Ich komme auch rein und dann erzähl ich. Ist Update, weil heute der 4.7. ist. Ach so. Ach, okay. Guck mal, da unten steht... Ah, guck mal hier, da passiert auch was an der Wand. Quitschi und die Wetter sind schon dabei. Null? Mal gucken, wann Littles dabei ist. Katastrophen mal und Tsunami. Get to the higher ground. Ja, aha. Das sind Runden. Ja, das ist sogar das, was ich kenne. Also, da werden die auf dem Spiel. Also, auf dem. Auf dem. Hier. Du musst höher kommen, wir haben gleich Tsunami. Komm hoch! Auf dem Bildschirm. Und also das ist gerade die Pause, wo wir hier sind. Kannst du mich einladen? Komm einfach, schließ dich einfach an. Was, wie zum Beispiel jetzt gerade zu wegen Amerika. Aha. Und dann steht da halt Get Haider, 4. Juli. Ach so, Unabhängigkeitstag. Oder so ähnlich. Oder da gibt es auch so Vulkanausbruch oder sonst was. Es gibt hier übrigens auch schon Fallschaden. Aber jetzt erklär mir doch mal ganz kurz, wie hatten denn die jetzt eine Chance, das zu überleben? Ja, die haben halt das gemacht, was da sein sollte. Der Tsunami hatte, glaube ich, die Überschrift Get off Hager Ground to Survive. Ah, okay. Okay, wann sind wir dran? Ja, jetzt die nächste Runde. Da guck mal, da ist sogar mein Freund Donut verkauft. Ach, guck an. Gerade live. Okay, dann werden wir jetzt mal sagen, pass auf. Soll ich das mal schreiben? Ich mach schon, warte. Okay. Da, jetzt kommt die Überlebenden. Und jetzt... und jetzt sind halt die Überlebenden angezeigt worden und jetzt ist die nächste Runde dran. Ne? Okay, dann bin ich ja gespannt. Jetzt geht's ja gleich los. Die Grafik von Blöcken sind besser. Kannst du mich einladen? Ja. Ach, die Blöcke sind jetzt besser geworden. Okay. Karte. Und jetzt kommt Raketenbasis. Der Natural Disaster und wir müssen versuchen, das irgendwie zu überleben. Was kommt denn jetzt? Okay, wollen wir doch mal... Die Rakete wird bestimmt gleich abstürzen, oder? Ich vermute mal, dass die Rakete starten will und dann geht sie kaputt, oder? Die Brücke ist auseinandergebrochen. Ich bin gerade einfach auf der Brücke gewesen und dann ist sie zusammengefallen. Ach, hast du es also kaputt gemacht alles? Wegen dir stürzt die ab? Nein! Ich wollte eigentlich nur zur Rakete, aber bin auf die Brücke gegangen und dann ist die Brücke einfach kaputt gegangen. Katastrophenwarnung. Flashflut. Seek high and stable ground. Katastrophenwarnung. Flashflut. Seek high and stable ground. Okay, das mach ich. Ich geh jetzt in den hohen und stabilen. Du hast den Knopf für die Rakete? Ja. Was? Du bist da unten? Okay, du bist sicher da oben. Ah, die Rakete fällt um. Ich versuche den Knopf zu drücken, es geht nicht. Du, ich glaube, du stehst nicht sehr stabil. Du stehst nicht sehr stabil. Ja, du bist auch nicht sehr stabil. Ich will noch steigert Wasser. Okay, aber ich bin hier, ich stehe stabil, weil wir keine Angst hier. Überhaupt kein Problem ist das. Skyblock ist schon OMG. Es gibt eine Nacht. Bei Skyblock meinst du, gibt es jetzt eine Nacht oder was? Ich hab überlebt. Das interessiert mich nicht. Warum nicht? Was? Auf unserem Server hat einer 308 Katastrophen überlebt. Jetzt ist der höchste mit 306. Nee, okay, und ich bin der zweite Platz. Stimmt gar nicht. Okay, wir gehen jetzt mal hier weiter. Mal sehen, was kommt. Was ist das Ziel? Bestimmt müssen wir wieder hochgehen, ne?
Ich habe ein Abo da gelassen. Oh, vielen Dank, Nancy. Hallo, Elias. Pass auf. Skyblock ist so schön geworden. Schau es dir bitte an. Jetzt gerade eben, meinst du? Na, dann gucken wir gleich nochmal rein. Skyblock soll gerade total ein schönes Update gekriegt haben. Das kann möglich sein. Das sollen wir uns mal angucken. Das soll jetzt richtig hübsch aussehen. Neue Blöcke und so. Trotzdem können wir das später. Machen wir gleich, ja. Feuer, halte Abstand vom Feuer. Halte Abstand vom Feuer. Ich glaube mal, ich stehe zu nah dran am Feuer, oder? Das Feuer startet, glaube ich, da unten. Oh ja, da unten. Ich sehe einen Baum brennen. Und wir sind ganz schön nah dran. Ich sehe keinen Baum brennen. Doch, unter uns. Unter mir verbrennt der Baum. Aber hier, wir sind im Wasserturm. Der verbrennt nicht. Schön, das Holz. Okay, alles klar. Na, das gucken wir uns mal an. Keine Angst, uns kann nichts passieren hier. Der Baum, das ist ein Wasserturm. Der kann nicht abbrennen hier. Aua, ich habe 2 Schaden gekriegt. Hier kann uns nichts passieren, hier oben. Wir müssen hier, wir sind hier bestimmt sicher. Das glaubst doch nur du. Das Feuer kommt immer näher, Papa. Was machst du mit mir, sind sicher? Hilfe! Ey, ich hab noch gelebt! Warum bin ich so immer tot? Toll! Okay. Warte mal, müssen wir schnell gucken. Wo müssen wir jetzt stehen, um zu überleben? Was meinst du mit mir sind da sicher, hä? Was glaubst du für Kacke? Ja, warum wirst du denn dann gleich so frech? Elias, danke für das Abo! Vielen Dank fürs Abo dalassen! Ja, upgraden. Dann sind hier stärkere Naturkatastrophen, weil der bezahlt hat für manches Robux. Okay, wir müssen mal kurz gucken, wo das Feuer sich nicht ausgebreitet hat. Aber das Feuer war überall. Der Alf hat's überlebt. Du musst oben bleiben. Ich war doch oben. Kein Wunder, dass er überlebt hat, weil nichts davon abgefackelt ist. Ich bin oben geblieben, ne? Und trotzdem bin ich einfach verbrannt im Feuer. So, gibt's irgendjemanden, wo ich eine Freundschaftsfrage annehmen muss, wieder mal? Man weiß ja hier nie bei euch, ne? Da geht man gerade in ein Spiel rein, zack, join und zack, bumm, sofort. Wir sind wieder bei der Rakete. Okay, eine Freundschaftsanfrage, okay. Na, diesmal kenne ich mich jetzt aus. Ich gehe da hoch jetzt. Sehr einfach hier hoch. Nee, ich gehe da wieder hoch. Gehst du schon wieder da hoch? Hast du keine Angst, dass du jetzt wieder abstürzt? Ich krieg keinen großartig Fallschaden. Ich hab's geschafft. Na, ich gehe wieder hier hin. Bin ich hier. Hallo, ist alles besetzt? Sind die Plätze? Oder ist es diesmal... Rakete! Jetzt aber, ist aber ganz genau gucken. Nein! Papa, bist du auch in der Rakete? Nein. Tschüss, Papa, die Rakete startet. Tsunami. Get to higher ground. Okay. Also ich sehe, dass der Donut sehe ich, der hüpft da drüben rum. Du bist jetzt in der Rakete drin, ja? Aber du fliegst doch gar nicht weg. Man kann durch die Rakete flüchten. Ah. Und warum fliegt die jetzt nicht weg? Das weiß ich auch nicht, aber die würden noch fliegen. Oh Gott, Tsunami. Ich bin im untersten Stockwerk. Ich glaube, das wird... Oh, da kommt die Rakete, da kommt das Wasser. Ich glaube nicht, dass du das schaffst. Ich kletter einfach ein bisschen weiter hoch. Ich denke, ihr fliegt da weg. Fliegt doch mal los. Ihr müsst da wegfliegen. Fliegt. Ihr werdet umstürzen. Wirst es gleich sehen. Hier, plumps, der erste, der zweite. Ich lebe noch. Ich nicht mehr. Jetzt fliegt die Rakete los. Natürlich. Die Rakete ist ein kleines bisschen zu spät losgeflogen. Der Tsunami hat wieder gerissen. Ich bin immer noch zweiter Platz. Kennst du Fortnite? Nee, was ist denn Fortnite? Das hab ich überhaupt noch nie gehört. Macht man denn da? Ich hab Donut runter. Meinst du Roblox Fortnite oder wie meinst du das jetzt hier? Roblox Fortnite? Das ist ja auch mal witzig, ja? It could happen you in Roblox. Keine Überlebenden. Oh. Na, es liegt daran, dass die Rakete nicht weggeflogen ist, ne? Ja, vor allem zu Ende, wo sie schon halt im Müll war, ist sie runtergeflogen.
Überleben. Wen haben wir hier? Elimon ist da. Ja, moin. Lolskills ist da. Gläsernes Büro. Das ist ja wie bei mir zu Hause. Können wir auch alle reingucken. Oh, guck mal hier. Tschüss, ich springe über dich rüber hinweg. Ich bin ganz so. Wieso seid ihr schneller? Tja, der Donut sieht aber sehr klein aus, wie ein Kind. Der läuft auch so durch die Gegend. Witzig. Donut ist ja auch ein Kind. Ich bin irgendwie größer als du in dem Spiel, ne? Ja, das ist Selbstüberschätzung. Ach echt, wollen wir mal messen? Geh mal hier hoch. Okay, wir sind ganz oben. Und was machen wir jetzt hier? Ich glaube, gleich kommt ein Gewitter. Papa, schau mal, ich bin größer als du. Wie, Gewitter? Du meinst jetzt Gewitter? Meinst du mit Gewitter? Oh, toll. Wo ist es denn warm? Okay, ich bin zu tief gestürzt. Fortnite von Epic Games. Apropos Epic Games, da muss ich mal gucken, was aktuell kostenlos ist. Leute, ich habe eine so gigantische Bibliothek, so eine riesige Bibliothek. Epic Games, PlayStation Plus. Ich habe so viele Spiele, so unfassbar viele. Und ich spiele hier nur noch Roblox, war. Es ist unglaublich. Ich muss unbedingt meinen Sohn dazu kriegen, dass der wieder abends zeitiger einschlafen geht, damit ich hier mal einfach ein bisschen was anderes spielen kann, ne? Spider-Man will ich durchspielen. In Skyblock gibt's Free VIP Server. Okay. Gucken wir uns auf jeden Fall gleich nochmal an. Skyblocks. Lebst du noch? Nö. Fällt das Haus da auseinander? Ey, das Haus fällt ja auseinander. Vielen Dank, Freunde, an 100 Nachrichten im Chat. Das ist offenbar wohl relevant, ne? Weil der Chatbot hat geschrieben, dass wir 100 Nachrichten bekommen haben. Kriegt ihr da auch 200 hin? Ich weiß ja nicht. Oh, was ist das? Was ist das? Hast du mich gerade runtergeschubst? Wie kannst du mich da runterschubsen? Man kann sich hier nur Spiel anfassen. Das guck mal, ja, so sieht die Insel jetzt aus, wa? Ich schubse mich doch runter, ich bin jetzt über dir. Eimond will mich runterschubsen. Jetzt soll mich alle runterschubsen. Oh, Gefängnispanik. Free Whip-Server in Skyblock. Naja, aber ja, okay. Können wir machen, aber kann man dann, wie viele Männer können dann da spielen auf dem Free Whip-Server? 20 auch? Apparat, ich wurde geblitzt. Du wurdest geblitzt beim Ausbrechen bestimmt. Nein, nicht beim Ausbrechen. Ich habe mich auf den Fotoapparat gestellt, aber Weißbild und jetzt bin ich in der Zelle gefangen. Siehst du, habe ich doch gewusst. Du wolltest ausbrechen. Hilfe. Keine Panik auf der Titanic. Kann ich jetzt lieber aufmachen? Ich bin hier echt eingesperrt. Okay, ich bin ganz oben. Ich beobachte dich vom Dach aus. Erdbeben, ab nach draußen. Alles klar, aber halte dich fest. Nee, fern von hohen Gebäuden. Ich hatte schon Fallschaden gekriegt. Oh. Jetzt wird's gleich. Oh, die Tür kommt nach innen. Sei froh, da bist du sicher. Ja, wenn die Wand einschloss, kannst du ja rauskommen. Oh nein, hier ist alles kaputt. Ich springe einfach ins Wasser. Ab in eine andere. Das ist ja total einfach hier. Passiert ja gar nichts. Na, mir geht's gar nicht mal so gut gerade. Nettie hat's erschlagen. Oh, man kann die Türen öffnen. Upsi. Okay, hier ein sicheres Gefängnis. Ich geh freiwillig ins Gefängnis. Bye. Guck mal, ich bin hier sicher. Oh, jetzt ist auch Donut ist auch noch da. Oh, ich tanze mal ein bisschen.
Also der Donutverkauf hüpft auch noch hier rum. Also ich bin gerade noch in meiner Zelle drin. Guck mal, kannst du mich sehen da oben? Wo bist du? Ich seh dich nicht. Hä, hey, lebst du auch noch? Ey, wir haben alle überlebt. Ist ja super. Oh, geil. Das war ja einfach. Kannst du mich etten? Elias, schreib mir doch mal an xquitchy eine FA hier. Dann gehe ich, nehme ich das sofort an. Da, guck mal, Papa, ich bin. Und vergiss nicht, lass ein Follow da. Geht auch. Ich bin ausgebrochen aus dem Gefängnis. Also, Roblox. Ja, stimmt, sieht man da jetzt. Ich meine, ein Roblox-Follow, ne? Besser ist. Weil ich, das mit dem Anfreunden ist ja so ein Problem. Weil ich hab, man kann ja nur 200 Freunde annehmen, ne? Und dann ist ja Schluss. Aber folgen kann man wohl ohne Ende. Unbegrenzt viel, ne? Auch wenn das Risiko dabei hoch ist, dass mein PC wieder abstürzt, aber das ist egal. Ist das schon wieder das gleiche wie gerade eben? Was ist das? Donut läuft da hoch. Ja, Donut wurde geblitzt. Was ist jetzt? Donut wurde geblitzt. Was haben wir denn jetzt, der Sturm? Nee, Unwetter. Mach mal Hilfe. Hilfe, ich hab ihn. Alles klar. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst mit Blitz. Bin ich erschrocken gerade. Bin hier draufgegangen, würde was? Ja. Halt dich warm, tja. Mir kann ja nicht kalt werden normalerweise, ne? Ich kann mich ins Bett setzen. Da ist mir doch warm. Kann man hier raushüpfen? Würde mich ja interessieren, ob man hier was tun kann, ne? Kann man aus dem Gefängnis ausbrechen? Hast du da was gesehen? Das ist der Katastrophensimulator. Tisch Elias. Ich kann ja mal derzeit kurz gucken hier. Anfragen gab es keine. Wieder mal logisch. Tisch Elias. So. Bruder muss los. Oh, das Bett. Das Bett stürzt ein. Okay, was ist das? Hat das einen Grund mit dem Teppich? Hallo! Der LOL will mich gerade befreien, der ist von der anderen Seite am Knast. Das war ja einfach. Einfach war das. Okay. Mann, ich bin eine Millisekunde, bevor das entschieden wurde, weggeholt worden. Echt, wirklich so knapp? Ja! Du hast ja schon 4 überlebt, wie kann das denn sein? Warum hast... Das geht ja gar nicht. Was? Guck, das ist heil. Na, immerhin habe ich jetzt full life. Immer ein Vorteil. Ich geh mal auf den Spielplatz. Ich will jetzt... Little X, frag mal deinen Vater, ob ich Talk kann. Papa? Monster-Töne 23, danke für dieses YouTube-Abonnement, was du da gelassen hast. Da stelle ich gerade fest, ich muss die Box höher schieben. Sonst muss ja hier mal jeder ganz schnell los. Okay. Beim nächsten Mal ist die weiter oben. Wer will denn den Talk? Tobi. Gamer Tobi. 5. Na, im Moment finde ich es eigentlich ganz gut so ruhig, so angenehm ruhig. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel Stress wird. Das war schon der heftigste, ja, ne? Das war schon heftigst jetzt, ging ganz schön schnell mit dem Tornado. Aber ihr rennt ja noch alle da unten rum, ihr spielt ja noch alle da vorm Haus. Ja, du sollst auch aus den Häusern rauskommen, weil du sonst welche Sachen ins Gesicht geworfen kriegst. Tja, ich bin ja platt. Was, wie, wo?
Na, ich bin gleich am Anfang direkt vom Sturm weggezogen worden. Ich seh dich da oben gucken, alles vorbei. Siehst du mich auch hüpfen? Ja. Ich bin der Einzige, der irgendwie noch komplett normal ist. Die anderen haben irgendwie ihre Haare verloren, ihre Beine. Oh, die Unicorn, ich geh sie mal begrüßen. Was hast du gesagt? Ich begrüß mal die Unicorn. Die Unicorn TTZ? Ja. Die ist gerade neu reingejoint. Steht genau vor mir. Das ist gar nicht die andere, das heißt zwar Unicorn 100 Lu, aber egal, das ist auch eine Freundin von mir. Du kennst die alle, wa? Du kennst sie alle. Ja, ist doch nicht so schlimm. Wer mitspielen will, ach komm, pfeif auf Zuschauerzahlen. Wen interessiert das schon, wer bei mir hier zuguckt? Ich meine, 7000 Abonnenten, 5 Zuschauer, wen juckt's? Ist doch egal. Habt euren Spaß, kommt rein, macht mit. Ist doch völlig okay. Hier geht's um Spaß. Apropos Spaß, ich habe heute bei uns im Garten einen Strandkorb aufgebaut. Einen Strandkorb habe ich jetzt im Garten stehen. Jetzt muss ich nur noch eine Sandfläche davor bauen. Dann habe ich Ostsee-Feeling. Wir haben auch schon ein bisschen, nicht Schilf, sondern Bambus. Wir haben auch schon ein bisschen Bambus da. Da können wir jetzt richtig nice chillen, als wären wir im Urlaub. Ne? Weil wir haben ja hier nun mal hier keinen Ostseestrand oder auch keinen Nordseestrand oder auch keinen, überhaupt keinen irgendeinen Strand. Sag mal... Ach du dickes Ei. Lull! Wir hatten drinnen gesessen. Und wir müssen schnell weg. Nee, ich hab ja die Rakete gestartet. Halte Abstand vom Feuer. Das Feuer ist oben im vorletzten Stockwerk bei dem Haus. Da brennt jetzt die Brücke ab. Die Brücke, ja. Vor allem, da ganz oben war ein roter Knopf, den habe ich gedrückt, die Rakete ist instant losgeflogen und fliegt erstmal sofort ins Wasser. So sind die meisten ersten Raketenstarts gewesen. Jetzt sagt ihr, wie die Rakete zu starten geht. So, jetzt also, mal gucken. Hier ist ja auch ein Knopf, kann man nicht drücken, ne? Nein! Jetzt kommst du mir rübergefallen ins Feuer, es brennt mein Turm auch! Du wirst dich nicht überleben, ich seh dich da hinten. Okay, jetzt schnell weglaufen. Ich leb noch! Ich bin runtergesprungen. Ich wollte zwar eigentlich auf den Mast runterlaufen, aber ich bin daneben gehüpft. Oh, den Alf wird's gleich erwischen da oben. Oh, jetzt hat's den Alf erwischt. Und jetzt fällt auch noch was um. Zack, bumm. Einer hat überlebt. Also im Talk, wie gesagt, Talk finde ich ganz angenehm, wenn es so schön ruhig ist. Ich bin da kein, also ich versuche zu vermeiden, dass das einfach zu viel im Talk wird. Ursula Stengel, herzlich willkommen im Livestream. Jan Kevin Krull. Was sind hier? Ich war, diese Schweine, okay, jetzt spielen wir dann Roblox, Skyblock, hast du gesagt, dass wir es machen. Ja, ich mache es gleich. Oh, wir haben nur überlebt zu zweit. Und die Unicorn hat gar nichts gemacht, die Stadt bloß, die still da die ganze Zeit. Die Sarah hat auch überlebt. Ich war dieser Schweinetyp. Habe ich ja schon gelesen, Krieger. Hallo Ursula, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Es sind so viele Freunde von mir da. Also ich tanze jetzt ein bisschen. Kann man hier? Ich kann gar nicht tanzen. Ich habe keine Emotes. Nee. Schon wieder im Büro. Ja, du musst ja nicht Emotes verwenden. Du musst ja slash edens in den Chat eingeben und stehen bleiben. Dann tanzt du. Mach mal. Nö. Bleib stehen und tipp. Und tipp. Ich hab den Chat gar nicht offen, ich lese das gar nicht mit, was da geschrieben wird. Trotzdem ist doch... musst du aufmachen und dann slash edens in den Chat schreiben. Überleg mal, wie berühmt mein Sohn ist, ne? Deine ganzen Buddies spielen hier alle mit, ne? Die da bei Roblox hat. Die spielen, die schließen sich hier alle an und spielen mit. Kannst in meinen VIP-Server kommen. Okay. Na, ist ja nicht so dramatisch. Ich kann ja, wie gesagt, einfach selbst. Du kannst mir. Wie lange gilt denn der VIP-Server? Hat man den jetzt nur für eine Woche oder wie lange hat man den dann? Also bei dem ersten über slash E machst du dann. Ja, Tobi kann auch. Leerzeichen und dann machst du das halt. Enter. Okay. Tsunami. Oh yeah! Get to the higher ground, Tsunami! Also, slash E, Dance. Dein Freund ist im Spiel beigetreten. Wow, wieso startest du die... Keine Ahnung, dachte, das läuft anders, okay.
Wer ist denn das? Jackie. Jackie YT hat geschrieben X-Quitschi. Huhu. Geh in die Mitte, okay? Was geht hier los? Was ist hier los? Die war vorhin schon so, die steht bloß rum. Jetzt erst schwimmt sie weg. Jetzt hüpfe ich mal runter. Oder pass auf, oder? Tschüss. Ich lebe. Schnell runter auf den Boden. Bevor das Haus einstürzt, ich lauf mal. Dann kann ich nämlich nachher vielleicht nur ein, zwei Etagen runterhüpfen. Der Donut steht unten, der lebt noch. Ah ja, den haben wir fast runtergeschmissen, den Jackie YT hier. Ja und guck mal, ich bin hier auch noch. Heute, also gibt's den VIP-Server nur heute umsonst oder wie lange ist das so? Also wie lange bleibt man denn dann? Wie lange behält man denn den dann? Wir haben jetzt Zeit. Es passiert doch nichts mehr. Gleich kommt die zweite Welle, pass mal auf. Nö. Wie bei Corona, da kommt die zweite Welle. Nö. Ich sehe, ich tanze mit. Siehst du, da kommt nichts mehr. Yaoshami. Zählt das eigentlich sein Leben lang? Also ich meine, diese Punkte, die man jetzt, wie viele man überlebt hat, ja, ne? Die zählt immer, wenn du halt überlebst. Aber zählt das jetzt mein Leben lang oder muss ich beim nächsten Mal wieder bei Null anfangen? Supermarkt. Ja, ich glaube, beim nächsten Mal musst du dann wieder bei Null anfangen. Erd musst du. Das wäre ja urst heftig. Okay, wir sind am Dupermarkt. Dupermarkt. Dunkles Wetter mag ich nicht. Ich setze mich an den Dusch. Nicht dunkles Wettermarkt. Dupermarkt. Okay, ich setze mich jetzt hier oben so hin und bleib hier. Quetsche meinen Kopf hier ein. Ich kann hier keine Emotes verwenden. Nee, Papa, was hast du dich denn da oben eingeklemmt? Ja, ich komme nicht mehr raus. Häng fest. Ich hab, meine Haare hatten sich verklemmt in der Decke. Nee, das ist egal. Haare zählen nicht. Flashflut. Flashflut. Sieg high in stable ground. Okay. Also, ich sag mal so. Der hat doch keine zweite Etage. Doch, nee. Also, ich bin high in stable. Ich auch. Jetzt klettern wir alle hier hoch, oder was? Oh, die Flut kommt! Wie hoch kommt die Flut? Wie hoch kommt die Flut? Nein, ich... Nein! Ja. Die Wand bricht weg! Ich bin da drauf. Oh, wir... Okay, ich sehe jetzt, wo wir hingekonnt hätten. Oh, hier, alles ist abgesoffen. Hier gibt's kein Ende. Ich lebe. Also, bei mir war's vorbei gerade. Ich hab's nicht geschafft. Okay. Außen hat's leider. Siehst du, ich hätte da draußen hochklettern müssen. Nein! Man behält den Server endlos. Ah, okay. Naja, ist okay. Gibt's also verschiedene Sichten dazu? Hält länger. Bestimmt also eine Woche oder so. Naja, okay. Also wir könnten es ja mal testen. Wir gucken uns noch eine Runde an. Pass auf, wir gucken uns noch eine Runde an. Und dann könnten wir ja mal schauen, ob was sich bei Roblox verändert hat, bei Skyblox. Und bei Skyblox gibt's wohl jetzt also neue Server, VIP-Server. Können wir dich jetzt immer wieder Mörder spielen? Ach, Mörder haben wir schon so oft gespielt. Papa, möchtest du diesmal mitfahren mit der Rakete? Nur ich, ja, okay. Also ich komme diesmal nicht mit, ich drück nur den Knopf. Ich geh mal die Treppe hoch, so wie es gehört, ne? Und wenn es diesmal funktioniert, würde ich mich verarschen. Bist du da? Ich flieg weg. Warte, ich muss noch einsteigen in die Rakete. Bobby, wo are you? Are you here? So, ich bin drin in der Rakete. Soll ich starten? Ja, mach mal. Okay. Hilfe. Bin runtergefallen wieder. Soll ich mit rein oder nicht mit rein? Egal, mach hin, Mann! Kann ich sehen. So, jetzt ist zu spät. Jetzt knallt es gleich die Sand. Genau so ist es. Okay. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich flieg bestimmt gleich gegen irgendeinen Riesenstein. Ja, genau, habe ich mir schon gedacht. Rakete, flieg! Ja, die brennt ja auch, aber jetzt fliegt alles auseinander. Flieg.
Toll, jetzt bin ich ins Wasser geflogen. Okay. Warte, pass auf, ich versuche mal einen Skyblock-Server aufzumachen, okay? Ich bin mal raus.